freuen sich auf Martin Drücker. Schönen guten Abend aus Wien, aus Österreich. Freue mich, dass ich, glaube ich, zum 7. Mal heute hier sein darf.
Dankeschön. 1971, also alle waren noch nicht geboren, die heute hier sind. 1971 habe ich Vince kennengelernt in Wien durch einen reinen Zufall. Er hatte eine Freundin aus Hamburg, die nach Wien ausgewandert, beziehungsweise die Eltern ausgewandert sind und in meine Schulklasse gekommen ist. Und die Freunde haben gefragt, ob sie zu mir kommen können auf Besuch. Da ist ein Wahnsinniger aus Hamburg, der möchte unbedingt Klavier spielen, der spielt so ganz toll und so weiter. Und der Zufall traf, so ich sage, ja, kommst du und so weiter. Und der Zufall war, dass ich auch schon ungefähr knapp ein Jahr Boogie Woogie angefangen habe zu spielen. Und wenn sie eben so dieselbe Zeit, ungefähr schon ein Jahr, diese Musik gemacht hat. Und er war Ostern 1971 bei mir in Wien, bei mir zu Hause, und wir haben einen unheimlichen Spaß gehabt. Und es hat sich, glaube ich, über 12 Stunden sind zu wenig, ich schätze mal, 16 Stunden hingezogen. Und wir haben beschlossen, oder Vince hat beschlossen, nächstes Jahr zu Ostern wiederzukommen, und das hat er gemacht. Und da war es nochmal doppelt so lang, und es war eine unheimliche Freude. Und es war 1972, hat er mir dann, bin ich dann zu ihm nach Hamburg gefahren. Ein ganzes Monat war ich hier oben, und da hat er mir George Möller schon vorgestellt, und wir hatten natürlich noch einmal großen Spaß und auch ein musikalisches Vorbild für mich bis heute. Und 1973 hat George Möller mir Axel Zwingerberger vorgestellt. Und die Begeisterung war natürlich enorm, weil Axel war der von uns, der also die Authentizität im Klavier in Kürze umgesetzt hat, technisch, wo wir viel länger gebraucht haben, authentische Stücke nachzuspielen. Das hat er mit einer Perfektion von Anfang an gekonnt. Und damit war der Grundstein gelegt von uns vier. 1974 war erstmals in einem großen Konzertsaal, nämlich in Köln beim WDR, ein zweitägiges Blues und Boogie Festival, wo wir uns alle vier dann das erste Mal, glaube ich, in großen Konzertrahmen bewegt haben. 1976 war das in Wien im Wiener Konzerthaus, wo es bis dahin fast nur klassische Konzerte gegeben hat, und das war eigentlich der Auslöser, dass auch die Plattenfirma damals eingestiegen ist und diese erste Schallplatte Boogie Woogie Session, der Axel schon erwähnt hat, produziert haben. Und seitdem, zwei sind leider nicht mehr da, aber wir haben, Gott sei Dank, wir beide, Axel und ich, noch immer gute Freundschaft und Verbindung. Und der Vince war also eigentlich der Initiator auch bei mir, das weiter zu verfolgen. Und was er da im Blues gemacht hat, der Vince hat in Hamburg, glaube ich, das sozusagen in den größten Saal gebracht, damals, 19, also das erste Mal, aber hier ein Solokonzert in großer Halle zu geben. Das war Vince. Und den heutigen Tag, wo wir gedenken, kann ich auch nur sagen, Chapeau.